Graz. Ja, sehr schön. Sehen wir da noch irgendwo was? Ja, da ist er. Dann machen wir uns noch eine kleine Körnung, damit wir das auch wiederfinden. Für was habe ich einen rostfreien Stahl eingeschmiert? Na, was ist denn hier? Zur Feier des Tages nehme ich einen Hartmetall ein paar. Wenn man anders hin wird, dass das auch was kostet. Ne? Und beim Fünferbohrer brauchen wir ungefähr 1300, nachdem wir einen Edelstahl drinnen haben, nehmen wir lieber ein wenig weniger. Weil sonst wird der Bohrer kürzer und nicht das Loch größer. Probieren wir mal mit 500 oder was. Probieren wir das einmal ganz vorsichtig. Strom! Ich habe eh wirklich einen 5-2er drin. Nur ist es nicht spät. Ich meine nicht, dass ich, was der unter Lehrbus falsche bringt. Ja, das schaut gut aus. So, dann da mal ordentlich auf die Flutsche auf. Also recht gut ist man nicht. Ja, ein wenig zu viel ist ein wenig. So, es wird ernst. Eine leichte Rauchfahne ist davon so. Jawohl. Bisschen wogeln tut er natürlich. Aber wir haben ganz durchgeschnitten. Innen muss ich mir überlegen, wie das entgrat. Mein Quintbohrer ist noch ganz. So, wir waren jetzt da beim Bohren, gell? Ja. 30 mm tiefes Loch, probieren wir das einmal. So, das ist einmal schmerzfrei gegangen. Theoretisch müsste ich das spüren, wenn ich unten im Loch bin. So, dann werden wir eine schöne Senkung machen, damit der Quintbohrer fröhlich greift. Da ein schwaches Herz hast, das ist nichts. Möge er es probieren?
Es wird lutscht. Unten in die. Mit den Jacken ist es nicht lustig. Und ich habe ja was in Edelsbein machen können. Schön. Entspricht das ungefähr deiner Vorstellung? Wunderschön. Sehr gut.